In diesem Video erkläre ich dir, wie die Kaufkraftveränderungsrate berechnen kannst. Moin Moin zusammen, heute ist die Mission, die Kaufkraftveränderungsrate zu berechnen. Also, in anderen Worten, wenn ihr in den Supermarkt geht und ihr kauft ein Produkt in 2018 und dann kauft ihr es ein Jahr später, in 2019, wieder. Möchtet ihr wissen, hat sich eure Kaufkraft verbessert oder verschlechtert? Konntet ihr mit eurem Geld mehr kaufen oder weniger kaufen? Und wie ich hier schon sehe, von 2018 auf 2019 ist es von 57 auf 27 gefallen, der Preis. Also der Preis hat sich nach unten entwickelt, der ist gesunken. Und logischerweise steigt dann eure Kaufkraft, weil ihr mehr kaufen könnt mit dem gleichen Geld. Oder weil ihr die gleiche Menge kaufen könnt mit weniger Geld. So könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Und wenn ich jetzt die Kaufkraftveränderungsrate von 2018 auf 2019 von hier nach da berechnen möchte, benutze ich folgende Formel. PT0 durch PT. Okay, was ist denn das alles? T bedeutet Berichtsperiode, also von der Periode, wo ihr berichten wollt oder von dem Jahr, von dem ihr ausgeht. Das ist eure Berichtsperiode, in dem Fall 2019. Ich möchte ja die Kaufkraftänderungsrate von 2018 auf 2019 und dann ist das 2019, von der Periode möchte ich berichten. Und dann ist meine Basis 2018. Also mein Start. Also ob hier P0 oder PT0 steht, das schreibt jeder anders. Gut, also PT0 durch PT mal 100 minus 100. Das habe ich jetzt hier gemacht. 7,50 Euro. Startwert, also Basisperiode, geteilt durch Berichtsperiode, also Endwert 7,20 Euro mal 100 minus 100. Und dann kriege ich heraus 4,17%. Das heißt, meine Kaufkraft von 2018 auf 2019 hat sich um 4,17% erhöht. Von 2019 auf 2020 die Kaufkraftänderungsrate mache ich auch wieder. Basisperiode durch Berichtsperiode mal 100 minus 100. Und dann sehe ich, dass ich dann minus 10,34 im Taschenrechner herausbekomme. Und das bedeutet, meine Kaufkraft von 2019 auf 2020 ist gefallen. Ja, logisch, weil der Preis gestiegen ist. Ich kann mit dem Geld, mit 7,20 Euro, kriege ich nicht mehr das, was ich vorher an Menge bekommen habe, weil das ja jetzt dieselbe Menge 8,03 Euro kostet. Und falls du die durchschnittliche Kaufkraftveränderungsrate berechnen möchtest, da habe ich ein Video, wo ich die durchschnittliche relative Preisänderungsrate berechne. Und da ist es genau dasselbe Schema, das verlinke ich dir jetzt auch am Ende. Nur, dass eben die beiden dort getauscht sind. Wenn ihr das System verstanden habt, PT0 durch PT und es dort anwendet, kommt ihr genau auf dasselbe. Gut, falls du es jetzt verstanden hast, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo wäre auch eine tolle Unterstützung für mich. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.